Hi, 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 hi. Na Leute, was geht ab, was geht ab, was geht ab? Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Hi, ich bin's, der Lars. Na, wie geht's euch, Leute? Heute habe ich mir die Frage gestellt, was gibt es denn eigentlich für seltsame und sinnlose Erfindungen auf diesem Planeten? Und da bin ich auf diese Seite hier gestoßen. Und zwar gucken wir uns heute 28 sinnlose Erfindungen an, die kein Mensch braucht. Was da kommen wird? Keine Ahnung, aber wir werden es uns auf jeden Fall heute anschauen und ich würde sagen, wir fangen nicht lange rum und ich sehe schon direkt dieses Bild. Ah, okay, es ist wirklich mega sinnlos. Es ist einfach so eine Lippenstiftmaske für jemanden, der seine Lippen stiften möchte. Was? Das klingt irgendwie komisch, keine Ahnung. Okay, sieht auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus. Hier auch der junge Mann, der so komisch guckt, so. What is that? What's happening here? Egal, wir machen weiter. So, oh, okay, das hier ist ein... Das hier ist der Wurmmensch. Das ist einfach der Wurmmensch. Ich kann mal kurz vorlesen. Während das Konzept einer Bettdecke mit Ärmeln noch verstehen kann, bla bla bla, verstehe ich nicht so wirklich, wer gerne in einem Ganzkörperschlafsack, ja, wer das gerne tragen möchte. Sieht fancy aus, kann man sagen, was man möchte. Es sieht cool aus, ja. Hat auf jeden Fall Stil. Aber ist das nicht mega an den Füßen kalt? Achso, man kann die Füße auch hier unten zumachen. Naja, naja. Würdet ihr euch so ein Ding kaufen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde sagen, weiter geht's. So, und zwar haben wir hier die Krawattenflasche. Was? Die Krawattenflasche? Echte Alkoholiker wissen, wie sie übermäßigen Alkoholkonsum vor den Kollegen geheim halten. Leute, trinkt keinen Alkohol. Ja? Das ist nämlich nicht gut. Das ist schlecht. Macht das nicht, okay? Aber das ist trotzdem lustig. Aber man kann trotzdem so in die Flasche, man muss ja da kein Alkohol reinmachen. Man kann ja auch einfach, weiß ich nicht, seinen Lieblingssaft oder sowas da reinmachen. Oder eine Suppe oder sowas. Oh mein Gott, Leute, das ist IQ 3000. Wenn ihr einfach mit einer Krawatte in die Schule geht und da Suppe reinmacht, dann könnt ihr immer während dem Unterricht so... Gut, da frage ich mich, wer trägt eine Krawatte in der Schule? Also, ich habe das nicht gemacht. Okay, wir gehen weiter. Trinkt auf jeden Fall keinen Alkohol. So. Dann haben wir hier den Auspuffgrill. Das ist aber nicht ernst gemeint. Das kann nicht ernst gemeint sein, oder? Bäh. Aber maybe, einfach nur durch die Hitze. Es ist ja eigentlich egal, weil solange nichts sozusagen in das oder an das Fleisch kommt, an Abgasen oder sowas, dann ist ja eigentlich alles cool. Grillen während des Autofahrens? Dank diesem Gadget ist es möglich. Wir möchten noch extra eine Portion, Krebs dazu, Leute. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich glaube tatsächlich, dass das hier, dass das, glaube ich, gar nicht geht. Das ist bestimmt, also das ist, glaube ich, fakey. Fakey-makey ist das hier. Weil guck mal, wenn hier wirklich so die Abgase durchkommen, ich glaube, das ist nicht gesund, Leute. Ich glaube, das ist definitiv nicht gesund. Und weiter. So, wir haben hier Besteckaufsätze. Oh mein Gott, wo ist das denn? Ja gut, du kannst theoretisch auch einfach dein komplettes Set, deine komplette Gabel und sowas mitnehmen, aber imagine, Leute, wie heftig ist das? Check das mal aus. Du hast einen Stift, du hast so ein Löffelding und dann steckst du das auf deinen Stift drauf und zack, du kannst damit einfach essen, mit deinem Stift. Leute, das ist im Büro, ist das übelst praktisch. Wer zu faul ist, sich die Küche aus dem Besteck zu holen, kann diesen nützlichen Aufsatz verwenden. Bla bla bla. Einfach direkt auf eure Kugelschreiber aufstecken und schon und sie schon wie ein Kugelschreiber ausläuft und mit dem Salatdressing vermischt. Guten Appetit. Ja gut, das habe ich jetzt nicht bedacht. Kann natürlich passieren, dass dir dann der Tintenkiller oder Tintenkiller, dass dir der Stift dann ausläuft und so und dann ist die Sauerei richtig groß. Schmeckt bestimmt nicht lecker, so Farbe. Wir machen weiter. So. Keine Ahnung, was das sein soll. DVD Rewinder. Hä? Das verstehe ich gar nicht. Rewinder, also sozusagen, der eine DVD löscht oder was? Hier, ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Die Leute, die ihre DVDs nicht zurückspulen. Oder die wirklich denken, dass man das kann. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, so, wie soll das denn bitte gehen? So, Rewinder, ich hätte jetzt gedacht, dass es so, also, dass sie das halt so zurückspulen nach dem Motto, dass sie es halt wieder löschen oder sowas. Keine Ahnung, was ich gedacht habe, okay? Man kann eine DVD nicht zurückspulen, ich weiß das, Leute. Ich weiß das. Okay, also, da muss ich kurz nochmal dazu sagen, früher ging das. Früher gab es ja diese Kassetten und da konnte man Sachen zurückspulen. Bei DVDs ist es jetzt nicht mehr so. Okay. Man kann natürlich auch zurückspulen. Als nächstes haben wir die
Löffel-Drumsticks. Okay, ich musste kurz nochmal nachlesen, ob ich es wirklich richtig gelesen habe. Morgens Koch, abends Drummer. Warum? Warum? Dann könnt ihr mit diesen Kochlöffel-Drums mäßig Platz und Geld sparen. Rock and cook on. Das ist richtig wack. Das ist richtig wack. Wer würde sich das von euch holen, Leute? Das ist wirklich richtig wack. Din, 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 din. Din, 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 din. Din, 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 din. Brauche ich dazu noch was sagen? Ich denke nicht. Wir machen weiter. Tschu. So, hier haben wir die Pizzaschere. Wenn jemand noch einmal sagt, dass das keine geile Idee ist, dieses Ding, Leute, ja, für jeden, der Pizza mag, für jeden, der das hasst, immer mit dem Messer so, ich will Pizza essen, Mama. Also, mich nervt es übertrieben, dass ich immer so komisch die Pizza schneiden muss. Ich werde mir dieses Ding jetzt kaufen, Leute. Ich werde mir das jetzt kaufen. Okay, hier haben wir es. Dream Farm Skizzer, bla bla bla, Pizza Scissor Black, genau. Das hier wird jetzt geliefert, die Tage. Kaufen. So. Let's go. Ich habe mir jetzt eine Pizzaschere gekauft. Nice. Okay. Never change the running system. Wer zur Hölle braucht denn bitte eine Pizzaschere, wenn man auch einen Pizzaroller hat? Ja. Okay. Das ist ein Argument, aber ich finde die Pizzaschere viel, viel praktischer, weil da musst du nicht so... sondern du kannst einfach schön deine Stücke, wie du die haben möchtest, einfach easy ausschneiden. So. Okay. Dann haben wir den iPoddy. Wessen Kleinkinder auf dem Klo unbedingt das Tablet benutzen müssen, der hat ganz, ganz andere Probleme. Tja, true, true, Leute, true. Warum hat man auch... Weiter, wir gucken weiter. Was ist das? Was zur Hölle ist das? Hier, Face Flexel. Okay, hier, Vorsicht. Not safe for work. Okay, dieses wunderbare Gerät soll dabei helfen, eure Gesichtsmuskulatur zu unterstützen. Sieht irgendwie schmerzhaft aus. Ja, sieht echt schmerzhaft aus. Dann haben wir hier das gute alte Diätwasser. Ah ja, mhm. Diätwasser also. Man kennt es, Leute. Ihr habt Durst, ihr denkt euch so, ja Mann, Cola Light, nee. Oder Diät-Cola, Fanta-Diät, nein, Leute, so. Ich will auf jeden Fall ein Wasser, was sowieso keine Kalorien hat, aber das hat noch weniger Kalorien, weil es ein Diätwasser ist. Hammer, hammer nice. Der Diätwahnsinn hat ein neues Level erreicht. Level up, level up, level up, level up, level up. Die Avocado-Dose. Aha. Man kennt es. Genauso bekloppt sind in meinen Augen auch Bananendosen, Kiwi-Dosen oder generell jede Form von Dosen. Bla, bla, bla. Ja, hat bestimmt seinen Sinn und Zweck, weil Avocados werden bestimmt ganz schön schnell gammelig. Aber das ist was ich mir nicht kaufen würde. So, dann haben wir hier den... Privatsphärenschal. Das ist aber nicht ernst gemeint, oder? Ist das ernst gemeint? Was zur Hölle? Das Ding sieht aus wie ein Riesen, wie ein riesiger Rüssel und lässt euch aussehen wie ein Alien, vielleicht was für Halloween. True! Keine Ahnung, wer sich sowas kauft. Keine Ahnung, wer sich sowas kauft. Privatsphärenschal. Alter, keine Ahnung. Wir machen weiter. Der Bananenschnippler. Hey, das ist aber cool. Ja, das ist aber wirklich cool. Dann musst du nicht so lässig die Bananen schneiden, sondern kannst auch... Während man einen Apfelschneider in seinen Augen bla 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 doch gut gebrauchen kann, alles klar. So, hier haben wir Kaffeetassenbügeleisen. Oh, hier haben wir atmende Schuhe. Leute, das ist, da brauche ich nichts zu sagen, oder? Dann machst du da Tee, Kaffee oder whatever in deine Tasse, machst es zu, drehst sie um und benutzt es so als kleines Bügeleisen. Hallo, ihr habt echt, wer macht so etwas? Wer macht so etwas? Aber die sind cool. Atmende Schuhe, das sind einfach Georgs. Keine Werbung an der Stelle. Atmende Schuhe. Während das Bild suggeriert, dass die Schuhe vielleicht aktiv Lüftung versteckt sein können, handelt es sich hierbei schlicht um ein paar Löcher. Ach lol, das sind einfach Löcher in den Schuhen. Ja, gut, so geht's natürlich auch. Easy going. Regenschirmschuhe, alles klar, Leute, alles klar. Goldfish Walker. Was? Braucht euer Goldfisch auch mal wieder etwas Auslauf? Ah! Der Haarhut!
Alles klar, perfekt, geil. Bevor ihr euer Geld für dieses wunderbare Gadget ausgibt, ey, ich kann nicht mehr, Leute, okay? Es gibt jetzt noch 10 andere Dinge. Falls ihr davon noch ein paar haben wollt, lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Der Haarhut! Ich fand ja das Ding hier schon mit dem Goldfisch voll schlimm. Egal. Leute, das war's mal wieder. Genug Internet für heute. Haut rein. Tschüss.